So, damit auch schon herzlich willkommen zurück hier bei The Room. Wir setzen hier direkt fort, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Ich hoffe mal, dass mit dem Audio funktioniert heute, denn ich habe ein Programm installiert, das mir die ganze Geschichte direkt auf die Kopfhörer monitort, ohne irgendwas dazwischen. Gut, also. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir hier ja dieses Symbol gesehen und haben das ja nicht so recht vervollständigen können. Ja, da müsste auch der Schlüssel reinpassen. Sehr schön. Wir werden wieder eine halbe Stunde sowas werden wir aufnehmen. Ein kleiner Kastenschlüssel. Okay. Er wird hoffentlich da reinpassen. Oh, ein lackierter Messingstern. Messingstern, der ging doch hier oben rein. Ja. Sehr schön. Ui. Dann nehmen wir den Text her. 21. Juni. Merke dir dieses Datum. Es ist das wichtigste Datum der Menschheitsgeschichte. Ich habe es vollbracht. Ein menschliches Subjekt war vonnöten. Der Katalysator war mein eigenes Dasein. Na toll, hört sich ja nicht so gut an. Von meinen Studien ermüdet betrat ich die Kammer, ohne zuvor den Mechanismus auszuschalten. Als ich das Bewusstsein wiedererlangte, war es geschafft. Wahnsinn. Das Null-Element ist überwältigend. Es ist weder Energie noch Materie. Ich bin bei seiner Untersuchung schon weit gekommen, insbesondere bei seiner Ber Entschuldigung. Insbesondere bei seiner Brechung des Lichts. Heute Abend öffne ich den Wein. Tja, Hinweis. Ja. Dann öffne den Wein. Hier haben wir ein paar Leute. Ein Messingring mit Markierungen auf der Seite. Okay. Also ein goldener Arm. Dahinter ist etwas. Messingring. Die Frage, wo können wir denn einsetzen? Eins, zwei, drei. Okay. Suchen wir mal. Ja, mal zwei Finger. Geil. Oh. Hatten wir so einen verbogenen Schlüssel nicht schon? Ach ja, diesmal hat er nur zwei Dinge zum Drehen. Na bumm. Da war dieses Loch. Habe ich denn zufällig richtig hingestellt, dann lache ich mir eins. Nee. Eins nach. Hoppsala. Oh. Also sehr bequem. Nee. Nee. Na komm. Oh. Da drinnen läuft noch ein Mechanismus, wie wir sehen, und hier haben wir was. Kreisförmige Platte mit Sternsymbol. Schauen wir uns die mal kurz genauer an. Ein Stift steht hinten raus. Da könnte es passen. Ja. Und da fährt die Geschichte wieder zusammen. Oh, und das zweite Siegel öffnet sich sehr schön.
Eines müssen wir noch aufbekommen. Alter Schwede. Schauen wir uns natürlich hier gleich das an, was es zu sehen gibt. Okay. Da vorne. Oh. Ja. Oi. Das ist die Frage. Komm her mal. Was wir mit denen machen müssen. Ach so. Ja. Das mal. Da fehlt. Noch ein Zahnrad. So. Ui. Was sagt er? Die Schublade wird durch ein Muster versehen. Platten an allen Ecken verschlossen. Ja, das haben wir auch schon mitbekommen. Oben sind die drei auch noch frei. 3, 4. Zahnrad haben wir auch keins. Aber es geht eindeutig um diese Platten da. Oh. Dann. Wo ist das Symbol? Rechts unten, das heißt die Ecke muss links oben sein, also hier. Ne, nicht links unten, hier. Schau mal. Auf die Schnelle. Noch wo eins gibt es vielleicht. Such mal. Das und das passt. Es fehlen nur die zwei noch. Nee, das ist nur. Ja. Eine Platte mit Augensymbol, wie er es schön bemerkte. Gab es oben das bei den Riten vielleicht? Da. Bam, 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 bam. Das Viereck-Symbol ist nur die Frage. Wo das hin muss. Rechts, rechte obere Ecke. Also so. Und was haben wir da noch? Das Dreiecksymbol, das hatte ich doch auch gerade irgendwo gesehen. Ja, hier. Hm. Ich glaube, das war jetzt. Ja, war richtig. Dann. Versuchen das Ganze rauszuziehen, ein Zahnrad und Gummiband. Das Zahnrad werden wir natürlich gleich hier versuchen einzusetzen. Irgendwo, da, haha. Cool. Kleiner Schraubendreher, wisst ihr, was wir mit dem machen? Richtig. Wir drehen die Schrauben raus. Die legt er anscheinend nur nebenhin oder so. Oh.
Ein seltsamer Klappschlüssel, ja. Dem muss ich zustimmen. Seltsamer Klappschlüssel. Ich will hier noch versuchen. Dann eben nicht. Versuchen wir nichts. Schlüssel. Braucht man halt ein Schlüsselloch dazu. Also das Auge, das haben wir auch schon. Da, Mann, bin ich wieder mal doof. Nee, etwa da auch nicht passen. Hinweis. Sie, das sind Schlüssels. Ich kann schon wieder nicht sprechen heute. Sieht aus wie ein Schlüssel, aber ich habe noch nie etwas gesehen, das eine solche Form hatte. Ja, da. Stimme ich ihm zu? Aber vielleicht den Typ hier irgendwie drehen? Nein. Den hier vielleicht irgendwie? Nein. Den? Nee. Der Schlüssel hat verstellbare Teile, mit denen man seine Form verändern kann. Ja. Wäre ich ja nie drauf gekommen. Aber das hier ist auch das einzige Schlüsselloch. Das weg. Das weg. Nee. Ich muss etwas. Was? Ich muss etwas finden, das zu der Form passt, in die ich den Schlüssel drehen kann. Ach, stimmt. Wir haben ja hier so ein Viereckzeug. Ich kann es ja. Ich fahre immer mit dem dicken Finger auf das Display, aber das seht ihr ja nicht. Ne, da ist wirklich nichts. Da herum haben wir noch gar nicht geschaut. Ist aber auch nichts. Da herüben haben wir normalerweise alles. Ja, bis auf die Zahn und Zahnräder, die kommen schon noch. Das ist schon der letzte Hinweis. Ich muss etwas finden, das zu der Form passt, in die ich den Schlüssel drehen kann. Nicht in die ich der. Was? Ich muss etwas finden, das zu der Form passt, in die ich den Schlüssel drehen kann. In meinen Augen ist es das hier, aber. Wie muss ich den Schlüssel zusammenbasteln? Oi. Wartet mal, vielleicht. Nee. Das soll irgendwo reinpassen. Nur wo? Blöd nur, dass es der letzte Hinweis war. Ja, das haben wir schon. Schauen wir uns nochmal das Siegel an. Komm. Zack. Eine Platte mit einem Raum, sie scheint sich nicht zu bewegen. Okay. So schlau waren wir auch schon. Ach ja. Warum dürfen wir eigentlich den Schraubendreher behalten? Braucht man den noch für was? Na komm, zoom dahin bitte. Kann man da irgendwie? Nein. Drehen wir mal.
muss etwas finden, das zu der Form passt, in die ich den Schlüssel drehen kann. Ja, ich muss etwas finden, das zu der Form passt, in die ich den Schlüssel drehen kann. Drehen wir mal eine Runde herum. Nee. Können aber weiterhin testen. So. Nee. Das zu der Form passt, in die ich den Schlüssel drehen kann. Ach Leute. Da vielleicht noch einen Hinweis direkt zum Schlüssel. Klick. Nee. Ach. Draufdrücken kann ich auch nicht. Ich muss ja das finden, dass zu der Form passt, in die ich den Schlüssel drehen kann. Ich will hier auch nicht ewig herumsitzen. Gehen wir nochmal hierher. Nein. Aber da. Wir brauchen eine Form, wo der. Ich glaube schon, dass wir das Schloss aufsperren müssen, aber. Kann es doch wohl nicht so viele Kombinationen geben. Das wäre extrem. Extrem. Den Gummiband muss ich auch irgendwas machen können. Ach ja. Was ist da oben? Nichts. Sagt man die Hinweise nicht. Leider. Oh. Ja, blind muss man sein. Also links und rechts müssen zwei so Hochdinge sein und nach oben kommt der andere. Und so. Ja. Du hast die falsche Form. Oh. Soll schon mal vorkommen. Na komm, lass mich's jetzt wenigstens korrigieren. Na komm. So und so. Ach ja. Ein mittelgroßes Zahnrad und ein kleines Zahnrad. Mittelgroß. Ah, sehr schön. Noch ein Zahnrad. Ein mittelgroßes Zahnrad. Soll ich mit diesen ganzen mittelgroßen Zahnrädern? Hoppla. So, und jetzt? Na komm, gib mich der Riemen. Haha. Ah. Cool. Eine lange, schmale Stahlröhre.
ich da reinstecken? Nicht. Gut. Lange. Schmale Stahlröhre. Da kommt wirklich auch nichts. Ich glaube ja. Okay, der Mechanismus ist ausgehebelt. Jetzt war das Symbol mit dem Auge da. Nee, kann man nicht da reindrücken. Schmale. Nee. Oh, ein Hinweis. Ich sollte sie genauer. Oh ja, das. Ja. Vergesse ich immer wieder. Okay, ist ja zwei Dingsbums. Zwei ist Einkerbungen. Ja, mehr oder weniger Aussparungen. Ja, es kommt was raus. Aussparungen, Einkerbungen. Wie auch immer. Ne, passt da nicht rein. Oh, das obere Ende der Steuerröhre scheint locker zu sein. Wirklich wahr. Oh, ein kleiner Schlüssel haben wir da gefunden. Und ein altes Foto. Ref 6.05 Uhr wird das wahrscheinlich heißen. Und wir sehen darauf ein Haus. Ich vermute mal das Haus, in dem wir uns gerade befinden. Und hier versuchen wir reinzukommen. Aha. Ist die Frage. Natürlich können wir das Holz auch drehen. Jetzt halt noch. Die richtige Perspektive gewählt. Ui. Ein kleiner silberner Schild. Der Goldene hat nichts in der Hand. Schaut aber so aus, als hätte er gern was in der Hand. Oh, ein grüner, ovaler Edelstein. Den können wir, glaube ich, da einbauen. Also wie man sieht bei The Room hier, ab und zu geht es schnell voran. Und dann kann es eben auch sein. Was war da? 6.05 Uhr, glaube ich, ja. Ah, dass man ewig dabei wirkt. Tada! Und 5 Minuten vor Schluss haben wir diese Kiste geöffnet. Und da frage ich mich, wo hat das Ganze Platz? So. Also, schöner Fortschritt. Aber meinst du wirklich, du hättest dein Können schon bewiesen? Natürlich glauben wir das nicht. Wir drücken hier auf Spiel fortsetzen. 5 Minuten haben wir ja wie gesagt noch. Und jetzt haben wir, alte Schwede, so ein kleines Kistlichen, den Schraubenzieher haben wir wie gesehen, abgelegt. Kopfsalat, ist mir das iPad eben verrutscht. Was schauen wir natürlich als erstes mit unseren coolen Dings. Hahaha. Switch den Schalter, Jung. Hahaha. Eine Kiste.
Okay, das schauen wir uns gleich an. Zuerst lesen wir noch den Text. 15. Juli. Meine Erforschung des Nur-Elements scheitert. Oh, Entschuldigung. 15. Juli. Meine Erforschung des Null-Elements schreitet rasant voran. Seine Quelle drängt mir immer stärker die Vermutung auf, dass es irgendwie mit meiner Seele in Verbindung steht. Seine Eigenschaften werden immer offensichtlicher. Es bezieht eine gewaltige Energie von irgendwoher. Ich habe einen Apparat gebaut, der es leitet und bündelt. Doch ich scheue vor weiteren Experimenten zurück. Mir fehlt das Wissen um seine Kontrolle. Tja, das ist halt mal so, wenn man was entdeckt, dass die Kontrolle nicht so leicht dann auszuüben ist, wenn es neu ist. Wir haben hier eine Kugel, die wir wahrscheinlich darunter bringen sollen. Schauen wir mal, okay, der da verbindet sich mit dem Dings. Nee. Okay, da müssen wir schauen, dass wir irgendwo anders hinkommen. Wartet mal. Ja, okay, der verbindet sich mit dem. Na komm. Ja. Vielleicht sollten wir schauen, dass wir auf eine andere Spur kommen. Aber es bleibt uns nur die. Gut, dann vielleicht klicke ich mal hier rauf. So, weiter. Ah, fast. So. So geht ja. Wenn man will. Und da finden wir noch einen gewöhnlichen Schlüssel. Was ist denn das für eine Verarsche? Ein gewöhnlicher Schlüssel. Ich glaube, ich spinne. Jetzt ist die Frage, steckt man den noch wo rein? Wir haben noch, ja, 2 Minuten eigentlich nur. Ich fahre nochmal um die Kiste herum, damit ihr die seht. Beziehungsweise mal oben drauf schauen könnt. Also das wird eine coole Geschichte wieder. Und ihr müsst bedenken, wir sind immer noch in der Haupthandlung von, also The Room, ohne noch in den Epilog zu kommen. Ich freue mich dann schon auf die nächste Episode. Wir hoffen natürlich, dass wir hier das Rätsel um das Null-Element knacken können. Ich stecke noch den Schlüssel rein, aber drehen werden wir erst in der nächsten Episode. Bis dann!